Im Teil 5 meiner Außenküche werde ich dort jetzt Fliesen anbringen. Feinsteinzeugfliesen in Steinoptik. Habe ich mich wirklich darauf gefreut auf diesen Teil. Habe ich aber auch am meisten Bammel vor, wegen dieser ganzen Kleinigkeiten, die hier doch so zu beachten sind. Aber Leute, gleich nach dem Intro geht's los. So, zum Einsatz kommen hier diese Fliesen von Hornbach, habe ich die. Die sind relativ preisgünstig. Feinsteinzeug steht dran. Und ja, ich hatte es im letzten Teil schon erwähnt, ich habe mir eine professionelle Fliesen-Nassschneidemaschine, steht vorne auf der Auffahrt, da gehen wir gleich hin, habe ich mir geliehen, damit ich halbwegs vernünftige Schnitte hinbekomme. Und da ich weder die Fliese noch die Maschine kenne und eigentlich mit Fliesenlegen auch null Erfahrung habe, habe ich mich entschlossen, hiermit anzufangen, weil hier ist es relativ einfach. Das heißt, ich habe hier einfach mal einen Strich gezogen. Da kann ich auch gleich mal sehen, wie ich das mit der Fliesenschneidemaschine hinbekomme. Es ist nämlich völlig egal an dieser Stelle, wo der Strich ist. Ich möchte einfach nur eine vernünftige Kante haben, um hier hinten anfangen zu können. Das Schöne an den Fliesen ist, es ist egal, wie rum man die setzt. Das heißt, ich werde dieses abgeschnittene Teil sicherlich noch verwenden können. Und dann muss ich sie ein kleines bisschen schmaler schneiden, damit sie hier ranpassen. Und ich denke, das ist eine gute Geschichte, um einfach mal warm zu werden. Da ich bei allen drei Möbelstücken, die ich habe, die Fliese an derselben Stelle unten auf einer Höhe haben möchte, habe ich mir hier mit meinen Aluschienen und mit einem Holzklötzchen eine entsprechende Höhe rausgesucht. Die werde ich bei jedem Schrank verwenden. Und so sollte es eigentlich so sein, dass nachher optisch alles an derselben Stelle, an derselben Höhe beginnt. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zu dieser Schneidemaschine und schneiden mal ein bisschen was. So, ich habe ja keine Ahnung, wie dieses Viech schneidet. Ich habe jetzt die Fliese einfach mal mit dem Strich an das Sägeblatt gelegt. Und dann gucken wir mal an, wie der Schnitt so wird. So, und jetzt ist meine Sitzbank ja nicht so hoch wie die Fliese. Das heißt, ich brauche jetzt nur 23,8. Und so müssen jetzt erstmal so 5, 6 Fliesen geschnitten werden. Sehen, ob das funktioniert hier. Ich weiß, das ist zwar nicht dafür, oh, kann ich auch schon wieder wechseln, habe aber noch unendlich viele von diesen Schleifblättern von meinem Deckgeschleifen Badezimmer und es funktioniert gut. Also es ist wirklich entgratet, es ist jetzt keine scharfe Kante mehr, sieht passabel aus, also läuft. So, ich denke, ich muss jetzt erstmal anfangen zu kleben, weil mein Hauptproblem ist, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie dick ist dieses Klebebett. Ich benutze einen 6 mm Zahnspachtel, das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass es bei 3 mm landen könnte, aber könnte mir auch vorstellen, dass es in der Praxis anders ist und wie gesagt, Fliesenlegen, Erfahrung null. Deswegen weiß ich nicht, wie weit mir hier meine Kante überlappt und wenn ich dann die neue Fliese ansetze, kann ich die dort hinten erst zuschneiden, wenn ich eben weiß, wie weit es überlappt, nicht, dass sie dann zu kurz oder zu lang wird. Zu kurz wäre ja schlimmer als zu lang. Also würde ich sagen, ich klebe diese beiden Seiten jetzt mal an und dann kann ich dort zuschneiden.
Also ich habe mir hier eine Diamant-Trennscheibe gekauft von Bosch. Die funktioniert auch saugut, die war auch gar nicht so teuer. Aber ich habe sie mir, glaube ich, zu groß gekauft. Also dieser Schutz, der passt da leider nicht mehr drauf. Ich hätte mir wohl eine 115er kaufen müssen. Das ist eine 125er. Ist natürlich jetzt super tricky. Also ich weiß es selbst, spart euch die Kommentare. Aber ich habe jetzt die andere Säge geliehen. Ich kann jetzt nicht Pause machen. Ich muss jetzt irgendwie weiterkommen. Das heißt, ich säge mit der großen Säge soweit ein. Und habt ihr gesehen, mit dieser kleinen trenne ich dann den Rest raus. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt passt. So, den hier habe ich schon gemacht. Dann habe ich mir aus einem Reststück, habe ich mir hier quasi dieses große Stück überbrückt. Und dann habe ich mich für den hier entschieden, damit ich hier was rausschneiden kann und hier was rausschneiden kann. Das war der, den ihr gerade gesehen habt. So. Schaut euch das an. Passt auch rein wie Arsch auf Eimer. Hier drüben habe ich mir auch schon alle drei Reihen zugeschnitten bis nach oben hin. Das kann also auch direkt verklebt werden. Hier oben wird dann eine ganz, ganz kleine Reihe fehlen. Und da passen dann genau die kleinen Stücke rein, die ich abgesägt habe für meine Launcheinheit. Ihr erinnert euch, die habe ich der Länge nach abgesägt. Die passen hier rein, da muss ich noch ein bisschen was absägen. Aber auf jeden Fall ist das auch kein Müll, sondern wird hier oben umlaufend die letzte Steinreihe werden. So, habe ich die Seite mal eingekleistert. Würde ich sagen, verlege ich jetzt mal. Das geht ja ratzfatz, wenn das so schöne große Flächen sind. Das wollte ich lieber im realen Leben messen. Jetzt haben wir hier 3,5. Ja, durchgängig. 3,5, wunderbar. Auch mache ich ein bisschen weniger, damit ich da noch eine Silikonkante ziehen kann und damit es nicht drückt. Also würde ich sagen, mache ich 3,3, 3,2. Jo. So, damit wäre diese Wand fertig. Dann gehen wir jetzt nach vorne. Ich glaube, das ist genau der richtige Moment, um euch mal eben kurz den Sponsor von diesem Video vorzustellen. Der Sponsor des heutigen Videos ist die Firma WaterID GmbH. Diese Firma beschäftigt sich seit Jahren mit der Wasserpflege und mit der Wasseranalyse. Und sobald ihr draußen etwas stehen habt, was annähernd Pool ist, solltet ihr euch unbedingt mit den Produkten dieser Firma auseinandersetzen. Das geht los mit dem minimalistischen Kit, was ihr unbedingt haben solltet, damit ihr da nicht im Blindflug durchgeht. Dieser optische Tester mit Tabletten könnt ihr pH-Wert und Chlor mitmessen. Etwas weiterführender ist dann hier dieser Flexi-Tester. In der Grundausstattung im Lieferzustand kann der auch nur pH und Chlor machen, aber ihr habt hier diese Parameter-Sticks, damit fällt das Ablesen auch um Längen einfacher. Und ihr könnt euch Parametersticks dazu holen. Letztendlich könnt ihr dann bis zu 32 Wasserwerte mit diesem Gerät messen. Das Ende der Fahnenstange ist dann dieser PoolLab 1.0. Den benutze ich selbst, bin höchst zufrieden damit. Der misst das alles elektronisch, arbeitet auch mit Tabletten, überträgt es direkt aufs Tablet oder aufs Handy. Und er sagt euch sogar, wie viel ihr dazu tun müsst, damit euer Wasser wieder in Ordnung ist. Zu dem Gerät habe ich ein kleines Tutorial über Anwendung und Nutzung auf meinem Instagram-Kanal zur Verfügung gestellt. Alles über diese Firma, alles über die Produkte findet ihr unter dem Video. Vielen Dank an WaterID, dass ihr das Video ermöglicht habt. Sollen wir mal eben das Bewährungsband hier ein bisschen festtackern. Ich habe keine Ahnung, ob man das so macht. Ich bin ja kein Fliesenleger. Ich habe auch keine Videos dazu geschaut. Ich mache das jetzt einfach so. So. Ja, schaut das doch gut aus. Bringen wir gleich den nächsten an. Ich habe übrigens jede Kante wirklich einzeln sauber nachgefasst. Und das kann ich euch nur als Tipp geben. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Es sieht doch immer irgendwie nur halbfertig aus, wenn man das noch so... Man sieht doch, dass es geschnitten ist und jetzt sieht es irgendwie harmonischer aus. Wäre jetzt meiner Frau vielleicht nicht unbedingt aufgefallen, aber mir.
Und jetzt, wie gesagt, hat man so eine richtig schöne, perfekte Kante. Die sieht auch nicht mehr so angefressen aus. Jo. Ja, wäre ich jetzt professioneller Fliesenleger, dann wäre das alles viel sauberer, wahrscheinlich auch viel schneller und viel einfacher. Bin ich aber nicht. Ha, jetzt habe ich zwar hier den Bewährungsstreifen vergessen oder wie das heißt, hier das Gewebeband, aber mache ich dann ab oben. Aber ich würde sagen, so lasse ich es jetzt erstmal trocknen und morgen mache ich dann weiter. Hurra! Ja, gestern war es ja schon richtig doof, dadurch, dass ich ja überall diese Ausklingung machen musste. Aber jetzt wird es richtig doof, weil, schaut euch das an, hier habe ich das schon ausgeklingt. So in etwa kommt es hier hin. Das heißt, den Schrank hier unten habe ich ausgeklingt und den hier habe ich auch schon ausgeklingt. Ich muss nur die beiden kleinen zuschneiden. Aber jetzt muss ich mir hier ein richtiges U rausholen. Das ist ja richtig Mist. Das ist ja, da habe ich auch einen halben Respekt vor. Okay, mal gucken wir mal, ob es zu wuppen ist. So, dann gucken wir uns das mal an, was draus geworden ist. Vorsichtig. Ha. Oh. Ja. Ja, hätte schlechter sein können. Eigentlich ziemlich gut. Hammer, oder? Ja, dann mache ich jetzt nochmal all die anderen. Das wird noch ein paar Stunden dauern. Und dann hoffe ich, dass ich heute mit der Fliesenschneidemaschine fertig werde. Super. So, ich habe sie gestern alle wirklich zugeschnitten und auch alle richtig schön entgratet hier und rund gefeilt. Ja, habe jetzt 2 Tage gebraucht mit dieser Fliesenschneidemaschine. Wie gesagt, habe sie zurückgegeben und jetzt denke ich mal, werde ich sie anbauen. Wie ihr seht, hier vorne sind die Kanten schwarz geworden. Da habe ich Pulverbeize für genommen in schwarz, damit das auch quasi in der Dunkelheit verschwindet. Der Holzton hat hier auch nichts zu suchen. Hierfür habe ich mir mal was Besonderes einfallen lassen, kommen wir später noch zu. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal den Rest der Fliesen dran. So, laut der Produktseite von Hornbach sollen die Fugen los sein. Aber irgendwie habe ich das von Anfang an nicht geglaubt und deswegen habe ich mir auch gleich Fugenmaterial gekauft. Selbst die dünnen Fugen hier, es ist schwarz, man wird es sehen, es ist eine helle Fliese. Und natürlich kann ich erst recht solch eine Kante hier nicht mal eben verschwinden lassen. Also, Fugenmaterial. Thank you.
So, das war's. Jetzt bin ich fertig. Muss ich zwar noch einmal nachwischen, wenn das so richtig einmal abgetrocknet ist. Aber jetzt ist die ganze Grillküche samt Beistelltisch und Sitzecke fertiggestellt. Ja, ich bin fertig. Ich habe meine Terrasse sauber. Ich habe meinen Grill umgestellt. Ich kann meinen Tisch wieder nutzen. Hurra, aufgeräumt habe ich auch. Diesen Teil schließe ich jetzt. Ich bin fertig. Die Fliesen sind dran. Und ich muss gestehen, ich bin total begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut hinbekomme. Es ist wirklich, ich weiß, man macht das eigentlich anders. Eigentlich schneidet man ja alle zusammen auf einmal. Man zeichnet sie auf einmal an. Ich habe sie alle einzeln angezeichnet. Trotzdem sind sie alle total in der Flucht und gleich breit. Und die Winkel scheinen auch in Ordnung zu sein. Ich habe jetzt kein Winkelmaß dran gehalten. Für mich ist einfach wichtig, dass es jetzt optisch passt. Und ich denke mal, das ist gelungen. Es kommt nur noch ein einziger Teil. Dafür brauche ich noch etwas, das ist bestellt. Das dauert so 2-3 Wochen. Ich kann mit euch sicherlich jetzt schon ein paar Restarbeiten machen, so ausrichten und so. Aber er kann dann halt erst in 2-3 Wochen online gehen, der letzte Teil. Also ein kleines bisschen Geduld, aber dann ist es auch fertig. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal unterstützen würdet und ein Abo dalasst. Falls ihr das noch nicht getan habt, ihr dürft mir natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Noch kann ich auf jedem Kommentar antworten. Seit neuestem kann man auch Kanalmitglied werden. Ja Leute, seid gespannt. Letzter Teil. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingo.